Samsung Terrace. Den sollten wir auch noch mal zeigen. Und das ist, den hätte ich natürlich auch gern, muss ich zugeben. Das ist, wenn du einen Weber-Grill hast und wenn du schon die größte Gardena-Verrisslungsanlage besitzt und wenn du, was kannst du noch alles haben? Ja, auf jeden Fall braucht man eine schöne Terrasse. Du brauchst auch ein gutes Bild und bei sonniger Helligkeit, sagen wir mal bei 33 Grad oder manchmal haben wir auch 35, ich weiß nicht wie viel, was waren deine Höchstwerte im letzten Jahr? War es ja nicht so warm. Im letzten war es nicht so warm. Aber da hat es viel geregnet und auch da, ja. Der ist nämlich wetterfest und der ist... Samsung stellt auch Staubsauger her. Genau, Samsung stellt auch Staubsauger her und das werden wir jetzt auch gleich, vielleicht schwenken wir mal, das weiß ich nicht, ob wir das dürfen. Aber naja, aber bleiben wir bei dem, er ist halt wetterfest, das ist tatsächlich ein Outdoor-Fernseher. Ja. Sprich, wenn man den Grillabend mit dem Fußballabend kombinieren will und nicht... Der spricht auch mit dem Staubsauger, mit diesem neuen Konzept. Macht er automatisch lauter, wenn der Staubsauger ist. Richtig. Aber wir sehen jetzt hier... Wie gesagt, 75 Zoll. Ja. Könnte ein bisschen größer sein. Genau, aber also 75. Also es fängt ja bei 55 Zoll an. 65 Zoll. 75 Zoll. Das ist das Maximum. Und hier, wie gesagt, haben wir in der Spitze bis zu 4000 Nit. Also bis zu 4000 Nit. Also, und das bei. Erstmal kurz zu erläutern. Draußen haben wir viel mehr Helligkeit, die Sonne scheint. Und je heller die Sonne scheint, desto weniger erkennt man, das kennt ja jeder vom Handy, wenn man da aufs Handy guckt, in prallen Sonne sieht man fast nichts. Und je heller das Gerät ist, desto mehr kann es sich gegen Tageslicht durchsetzen. Und deshalb ist bei so einem Gerät die Helligkeit besonders wichtig, was halt ein besonders helles und gleichzeitig wetterfestes Display. Aber das ist auch bis minus 30 Grad. Na gut, da habe ich aber keine Lust mehr zu gucken draußen. Weil minus 30 sollte Grad. Natürlich da trotzdem auf der Terrasse ein schattiges Plätzchen suchen, weil dann das Bild umso optimaler ist. Und wir haben auch hier alle möglichen Konnektierungen, also sogar HDBaseT. Das heißt also, da kann man im Prinzip, wenn man einen Transmitter hat, kann man hier direkt mit einem Cat7-Kabel sich hier praktisch anschließen. Ist vielleicht auch für die Gastronomie ganz interessant, um da ein 100-Meter-Kabel zu verlegen. Das ist überhaupt kein Problem in diesem Moment. Und wir sehen auch hier die Soundbar, die LST 70, meine ich. Steht das irgendwo? Das steht jetzt, glaube ich, hier nirgends. Nein, dann vertrauen wir mal deinem. Hier steht es, LST, ich war doch am Anfang richtig, LST 7T. So, und das ist eine Soundbar, die auch im Prinzip Wasser resistent ist. Die kann ich im Prinzip auch neben dem Swimmingpool praktisch irgendwo integrieren. Bitte nicht unter dem Wasser, ne? Weil wir haben ja hier also Vorsicht Stromschlag. Aber trotzdem, man kann natürlich hier irgendwo eine Ecke integrieren und kann da die Soundbar. Da sieht man es ja, das ist also Spritzwasser geschützt. Ja, es ist alles Spritzwasser geschützt. Und eine prima Idee und auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also auch bei uns. So, schön, ich gehe nochmal aus dem Bild. So viel zu dem wetterfesten Samsung The Terrace.